Am Samstagabend war das große Haus fast ausverkauft zur alljährlichen Travestieshow im Theater der Hansestadt Wismar. Pärchen der älteren Generation und etwa nochmal so viele Frauen füllten den Saal. Shows dieser Art sah man schon viele in diesem Theater. Denn alle wollten sie sehen, die Verwandlung, die Täuschung. Travestieshow ist eine Verwandlung und es kann eine Verwandlung von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann. Ja, wir spielen mit den Geschlechtern. Die Travestie ist ein Dauerrenner in der Hansestadt. Auf jeden Fall bot die Show reichlich Vielfalt. Wie früher der Kessel bunt ist, nur eben doch etwas anders. Ja, wir singen, wir tanzen, wir parodieren. Wir machen imaginäre Striptease zum Beispiel auch. Sehr innovativ, sehr futuristisch und mit viel Lacher und aber auch rührende Momente, wo man auch ein bisschen kleine Tränen lassen kann. Persifliert wurde sehr viel, gelacht natürlich auch. Dann solch ein Spagat. Na aber hallo, Schmerz. Singsang, Tanz und eben dieser Spagat. Eine schöne Unterhaltungsschau mit viel Liebe zum Detail, vorgetragen von echten Hamburgern.